Einen solch blutigen Tag gab es im Israel-Palästina-Konflikt schon seit Jahren nicht mehr. Bis zur Stunde sind nach palästinensischen Angaben mehr als 50 Menschen im Gazastreifen getötet worden. Über 2400 wurden verletzt. Es gibt ein großes Problem bei all dem. Das ist nicht die Tatsache, dass es keinen palästinensischen Staat gibt, der ja immer vorgeschlagen worden ist, sondern der jüdische Staat. Die Palästinenser in der Westbank sagen ja auch, sie werden niemals einen jüdischen Staat anerkennen. Und das ist der Grund, warum dieser Konflikt nicht gelöst wird. Im Gazastreifen strömen Zehntausende Palästinenser an den Grenzzaun zu Israel. Sie protestieren gegen die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem. Israel hat seine Truppen am Gazastreifen verdoppelt. Scharfschützen schießen in die aufgebrachte Menge. Das ist jetzt nicht einfach nur so ein Soundbite, sondern das ist einfach eine tiefe Wahrheit. Der Grund, warum es keinen Frieden gibt, ist, weil die Palästinenser sich weigern, einen jüdischen Staat innerhalb der Grenzen anzuerkennen. Wenn diese Hürde überwunden worden ist, werden wir den Frieden erreichen. Kann sein, dass das nicht so schnell geht mit den Palästinensern, aber ich denke, wir machen Fortschritte. Alles scheint schöner, Schein ist nur Lug und Betrug. Ich hab genug. Du hast mich angelogen, hast mich so betrogen. Ich glätte nicht die Wogen deiner Arroganz. Du verlangst Loyalität? Doch wie soll ich tolerieren, dass hier Menschen ihr Menschenrecht verlieren und krepieren? Dazu kann ich nicht mehr schweigen. Stellen Sie sich vor, Sie würden irgendwas Schreckliches über Pfaffenhofen entdecken. Und Sie müssten das in der Öffentlichkeit sagen. Es würde Ihnen nicht gut gehen dabei. Glaube ich jedenfalls. Ich mache das jetzt nicht gerne, aber ich mache es, nicht weil ich Jüdin bin, nicht weil ich eine besondere Freundin von Palästinensern bin, sondern weil ich an Menschenrechte glaube. Dann erzähle ich, wie ich in Israel geboren wurde, wie ich dann als 8-jähriges Mädchen nach Deutschland kam, was es bedeutet, für ein jüdisches Mädchen in der bayerischen Provinz groß zu werden, wie ich dann irgendwann mal meiner Sehnsucht und meiner Liebe zu meinem Heimatland nachgegeben habe und nach vielen, vielen Jahren 2007 nach Israel gezogen bin. Und dann erzähle ich darüber, wie ich 2009 wieder zurückgekommen bin. Und ich hatte gute Gründe dafür. Und vor allen Dingen möchte ich klar machen, was ist so der Mythos von diesem Israel-Palästina-Konflikt und was sind die Fakten, dass man die Fakten einfach gegenüberstellt. Und Sie können natürlich die Fragen stellen, jetzt habe ich gequatscht. Frau Sommerfeld, lassen Sie mich am Anfang unseres Gespräches ganz locker auf Ihre Hummeligkeit kommen. Meine Hummeligkeit? Ja, ehrlich? Haben Sie mal der Jüdischen Allgemeinen im Interview mal gesagt, die sind sehr hummelig. Fand vor 3 Jahren statt. Und zwar hummelig im Sinne von Ihren Wohnungswechseln. Ja. Sie wurden 1961 im israelischen Wüstenstädtchen Eilat, das Sie wahnsinnig lieben, habe ich heute erfahren, am Roten Meer geboren. Ohne Argwohn würde ich Sie jetzt als Jüdin bezeichnen. Ihr Vater hatte ja doch darauf bestanden, auch das habe ich bei Ihnen gelesen, dass in Ihren Papieren unter Nationalität israelisch eingetragen wird und nicht wie üblich jüdisch. Richtig. Warum? Mein Vater war ein Holocaust-Überlebender. Sein Vater und seine fast gesamte Familie wurden von den Nazis ermordet. Und er hat gesagt, jüdisch wurde mir schon einmal aufgeklebt. Wir haben nicht für einen Staat gekämpft und für eine eigene Nation, in der Menschen unabhängig von ihrer Religion und ihrer Hautfarbe und ihrer Herkunft leben dürfen. Und deswegen klebt man meinem Kind nicht den Stempel jüdisch auf. Jetzt haben Sie aber auch einen deutschen Pass. Ja, durch meinen Vater. Ich nehme an, das war, oder den haben Sie bekommen nach Ihrem Aufwachsen in Israel und in Ostafrika. Ihre Mutter hat, Sie haben über Ihre Mutter marokkanische Wurzeln. Mhm. Also ab dem 9. Lebensjahr waren Sie zunächst in Deutschland. Mhm. Ich hoffe, ich trete Ihnen nicht zu nahe, aber warum wollte Ihre Familie nach Deutschland, also in Deutschland leben, dem Land, das Ihrem Großvater, er stammte aus Chemnitz, in einem KZ umbringen ließ? Mein Vater war Deutscher
Und ich glaube, das hat ganz viel mit Identität zu tun, mit Zugehörigkeit. Was ist das? Das hat mit Aufwachsen, mit Sprache, mit Kultur, mit Gewohnheiten zu tun. Mein Vater hat in gewisser Weise Deutsch gedacht, und zwar das Deutsch, was es in den 20er und 30er Jahren in Deutschland gab. Großbürgerlich, weltoffen. Er kam aus einer ziemlich reichen Familie und ich glaube, er hat irgendwo eine Sehnsucht gehabt. Und es gab natürlich auch gewisse wirtschaftliche Gründe. Also er hat auf eine Wiedergutmachung gehofft. Er hat ja auf eine gute Schulbildung für seine einzige Tochter gehofft. Das waren so die verschiedenen Gründe, die uns hergebracht haben. Erfüllte sich das für Sie? Denn Sie gingen ja 2007 wieder zurück nach Israel. Ja, das war ja viel, viel später. Ich bin ja mit meinen Eltern im Jahre 1970 gekommen. Januar 70. Und mein Vater verstarb 1980. Also für ihn erfüllte sich das definitiv nicht. Ich glaube, er ist auch sehr unglücklich gestorben auf eine gewisse Art und Weise. In gewisser Weise hat es eine Fortsetzung gegeben meines deutsch-jüdischen Erbes, würde ich sagen, für mich persönlich. Und Israel war nie wirklich die Heimstätte meines Vaters. Sie wurde es, er hat sie dazu gemacht, aber er war auch sehr enttäuscht von der Entwicklung in Israel, schon zu Beginn der 60er Jahre. Also er war seit 1937 in Palästina gewesen, hat die Staatsgründung 1948 miterlebt, hat anfangs im Untergrund gekämpft gegen die Engländer, war später im Militär, im israelischen Militär. Und ich glaube, seine wirklichen Wünsche und Träume haben sich nicht erfüllt, in Israel nicht und später dann in dem neuen Deutschland, was er dann erleben musste, auch nicht. Hatten sich Ihre Träume auch nicht erfüllt, nachdem Sie 2007 wieder zurückgegangen sind nach Israel? Mein Traum, in meiner Heimat zu leben, wurde zu einem Albtraum. Deswegen sind Sie 2 Jahre später wieder zurück nach Deutschland gekommen. Richtig, genau. Was gefiel Ihnen nicht an Ihrem Mutterland, wenn ich es richtig sehe? Im Grunde genommen kann ich sagen, die ganze politische Situation gefiel mir überhaupt nicht. Also ich war sehr enttäuscht davon, wie die Zivilgesellschaft sich verändert hatte. Ich war sehr enttäuscht von Versprechungen, die nicht gehalten wurden. Also wirklich von ideologischen Versprechungen, mit denen ich groß geworden bin. Und die Basis letzten Endes meines Lebens und meines Wertesystems gebildet haben. Und ich musste eben feststellen, dass vieles überhaupt nicht so ist, wie ich mir das gedacht hatte. Und letzten Endes habe ich gemerkt, dass die Zivilgesellschaft und auch die israelische Politik so geprägt ist von der Tatsache, dass Israel ein Besatzungsstaat ist, dass es ein komplettes Volk unterdrückt, dehumanisiert, dass es die eigene Gesellschaft unter so einer Propaganda erzieht. Und also ich habe es anhand meiner Tochter natürlich am allermeisten erleben müssen, die damals zwischen 14 und 16 war. Und die diesen Irrglauben einfach erlegen ist, wir seien ein getretenes Volk und wir seien nur von Feinden umgeben und all diese Dinge, die man eben in einer israelischen Schule lernt. Sie waren maßgeblich an der Entstehung der israelischen Bewegung Save Israel, Stop the Occupation beteiligt und gründeten hier in Deutschland zusammen mit vielen anderen das Bündnis zur Beendigung der israelischen Besatzung. Mhm. Richtig. Jetzt bewegen wir beide uns auf einem etwas sehr schmalen Grat im aktuellen Deutschland. Mhm. Sie kritisieren also Israel und ich unterhalte mich mit Ihnen darüber. Sprechen jetzt gerade zwei Antisemiten miteinander? Ich kenne sie noch nicht so wirklich. Ich weiß nicht, ob sie Antisemit sind. Ich vermute nein. Ich bin definitiv keine Antisemitin. Es gibt überhaupt keinen Grund, mich derart zu verleumden, obwohl das immer wieder geschieht. Das geschieht in Deutschland am leichtesten dadurch, indem man mir den Stempel der BDS-Aktivistin aufdrückt, die ich nicht bin. Ich bin keine BDS-Aktivistin. Aber das tut ja überhaupt nichts zur Sache in der allgemeinen Diskussion. Wer Israel kritisiert, ist per se ein
Hasser Israels oder ein Gegner Israels. Und das oder ist, ein sich selbst hassender Jude. Oder ein sich selbst hassender Jude, auch ein Begriff, der so absurd ist, wie man ihn sich nur wirklich nur erfinden kann. Ich bin das alles nicht. Ich träume davon, in einem befriedeten, gerechten, demokratischen, freien Israel zu leben. Und ob dieses Israel dann irgendwann mal Israel-Palästina heißt oder ob es das Nachbarland, der Nachbarstaat des palästinensischen eigenständigen Staates ist, wie auch immer das geregelt ist, das ist für mich eine organisatorische, eine Verwaltungsfrage. Letzten Endes will ich in Israel oder in dieser Region oder wo immer ich bin, will ich leben unter gleichen Rechten und gleichen Voraussetzungen und Bedingungen wie alle Menschen um mich herum. Ich dulde und ertrage keine Apartheid, ich dulde und ertrage keine Trennung und keine Misshandlung von Menschen. Und das geschieht gerade. Gerade jetzt erleben wir das im Jahr 2018, wie friedlich demonstrierende Menschen in Gaza ermordet, erschossen werden, über 14.000 Verletzte, während wir hier sitzen. Also das ist so unerträglich und dagegen muss man was tun und das muss man auch benennen. Und das hat mit Antisemitismus überhaupt nichts zu tun, alles Quatsch. Ich habe deshalb so provokant gefragt, weil ich zitiere jetzt mal den Historiker Moshe Zuckermann. Mhm. Die Art und Weise, wie in Deutschland mit dem Begriff der Verwendung und des Begriffs Antisemitismus als Beschuldigung umgegangen wird, hat mittlerweile eine seuchenartige Dimension angenommen. Richtig, kann ich bestätigen. Ja. Gut, für mich würde ich es jetzt noch verstehen, aber für Sie als in Israel geborene Jüdin kann ich es überhaupt nicht verstehen. Nein, es ist ein Machtinstrument und nichts weiter. Was verstehe ich schon? Es ist ein Instrument, um zu unterdrücken, dass wir nicht reden sollen über das, was eigentlich wesentlich ist. Ich muss leider gehen. Ich hab bei der Schilderung, die Sie über Ihren Vater hatten, habe ich irgendwie an den Uri Averni gedacht, mit dem Sie ja schon in Israel demonstriert haben. Der hat ja auch eine sehr wechselhafte Geschichte. Der ist ja auch eingewandert, bei der Armee gewesen, bei der Irgun gewesen und war dann schwer enttäuscht und ist heute einer der größten Friedensaktivisten der Welt. Mhm. Und er hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Gratulation. Die UNO hat übrigens dieses Massaker an den Palästinensern, das jetzt im Jahrestag begangen wurde, vor zwei Tagen, Gott sei Dank, verurteilt. Mhm. Nicht von allen, aber immerhin. Unter Vorenthaltung. Also, sehen Sie das als Schritt in die richtige Richtung? Auf jeden Fall. Das muss jetzt von der Weltgemeinschaft akzeptiert werden und klar gesagt werden. Also was sollen Leute noch tun? Sie dürfen nicht Bomben schmeißen, finde ich auch. Sie sollen sich nicht selbst in die Luft jagen, auf keinen Fall. Steine werfen sollen sie auch nicht, okay. Was sollen sie tun? Sie müssen doch auf sich aufmerksam machen. Ich finde es großartig, dass sie das nach wie vor tun und ich wünsche Ihnen, dass Sie das weiter tun und die Welt das sieht. Abschließende Frage. Wenn Sie jetzt Ihr Tun in dieser Richtung von Anfang bis heute sehen, hat sich was verändert? Befinden wir uns auf dem richtigen Weg? Wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Es ist alles viel, viel schlimmer geworden. Ja, und deswegen müssen wir weitermachen und es kann nur ein Wunder geschehen. Und darauf hoffe ich. Frau Sommerfeld, ich danke Ihnen. Danke auch. Und hoffe mit Ihnen. Danke. Es gibt einige, die wehren sich, verweigern. Sie spüren die Last und gehen in Knast, weil sie begreifen, dass Gewalt immer nur Widerhalt und Widerhalt und Widerhalt und Widerhalt und Widerhalt und Widerhalt und Widerhalt. You are ready to wake up.